Herzlich willkommen zu einem neuen Video rund um Hightail. Und zwar geht es heute um Plöcke in Hightail bzw. die verschiedene Technik, die hinter manchen Plöcken steckt. Das alles hier aus einem Blogbeitrag von Hightail.com und ich möchte euch das ein bisschen näher bringen und erklären. Es ist ein ziemlich spannendes Thema, auch wenn ich noch nicht genau weiß, wo es verortet sein wird. Wir fangen einfach mal direkt an und springen rein. Und zwar gibt es zum Beispiel ein RGB-Tool, mit dem man die Farben von Blöcken anpassen kann. Ne? Nach dem RGB im Prinzip eben entweder mehr in den roten Bereich, in den grünen, in den blauen oder in den gelben, ne? Diese vier Farben halt. Und demnach ändert sich halt dann eben die Farbe von den Blöcken. Und das seht ihr dann zum Beispiel auf dem Bild hier drunter ganz gut. Hier haben wir natürlich erstmal eine Wiese, die relativ grün und saftig aussieht. Und dann geht es hier halt eben immer weiter ins dunklere rein, in so ein bläuliches Grün mit bisschen, das ist ein bisschen mehr mysteriöser wirkt und dunkler. Und da kann man dann, weiß ich nicht, vielleicht so einen mysteriösen Wald mitmachen oder sowas. Also das ist, und das ist halt eben auch die Frage, wo ich mich jetzt frage, wo das im Spiel verortet sein wird, weil für mich sieht das viel, viel mehr nach einem Creative Mode aus, in dem man sowas machen kann, weil ich kann es mir jetzt gerade nicht so vorstellen in einem Survival Modus. Also ich pack das jetzt so ein bisschen in Relation zu Minecraft, um das besser verstehen zu können. Ich kann es mir nicht vorstellen, in so einem normalen Survival-Modus oder was jetzt mit dem RGB-Tool zu arbeiten, wo man ja eigentlich dann die Gegebenheiten der Welt an sich nutzen muss. Das wird auf jeden Fall spannend. Was da auch möglich sein wird mit den Übergangstexturen, also hier sieht man wunderbar einen kleinen See, der quasi einen kleinen Sandfleck beherbergt. Und hier halt eben den Rest von der Wiese und hier sieht man dann wunderbar den Übergang, der halt eben nicht so abgehackt ist und so blöckig aussieht oder blockig aussieht wie in Minecraft. Das verleiht der Gegend dann halt einfach noch einen viel natürlicheren Eindruck und ich denke mal, dass man damit vieles auch einfach schöner machen kann. Muss man dann halt mal ausprobieren. In den Minen wird es natürlich interessant. Hier zu dem Bild sei gesagt, so hoch und so natürlich sind die Vorkommen von den Erzen nicht. Also falls ihr es noch nicht erkannt habt, das hier ist wahrscheinlich ein Eisenerz. Ich muss hier mit der Maus, kann ich nicht so reinfahren. Wegen der Animation. Und hier rechts das an der Seite, das ist ein Goldohr, also ein Golderz in dem Block natürlich noch drin, das ihr abbauen könnt. Laut dem Text hier drunter tauchen die so oft natürlich nicht nebeneinander auf, also weil es ist ja schon ziemlich viel, ne? Hier geht es die ganze Wand hoch und hier hinten hoch. Das wurde da für diese Demo quasi hochgesetzt. Aber hier sieht man eben schön, dass alles nicht eben quadratisch praktisch gut ist, wie man so schön sagt, sondern dass eben halt auch die Mineralien aus den Blöcken heraus hervorstehen mit einem leichten Glimmern, dass man die schön sehen kann, wenn man durch die Minen geht und auf Erforschungstour ist. Oder auf Mining Expedition, sowas, keine Ahnung. Und oben dann natürlich auch schön mit der Animation hier bei diesem Gras, Unkraut oder was das auch immer sein mag. Es ist ein viel lebendigeres Spiel. Man ist nicht einfach so und rennt rum, bleibt stehen und alles ist still, sondern das ist halt wirklich so, die Gegend bewegt sich weiter. Es ist echt schön gemacht. Dann gibt es auch Blöcke, die zum Beispiel unter Wasser stehen können. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wie es zum Schluss war, aber wenn man in Minecraft ja einen Sound zum Beispiel jetzt auf so einen 1x1 Block gesetzt hat, dann wurde der ja nicht umflutet von Wasser, sage ich mal, sondern der war ja einfach dann quasi auf dem Block und dann viereckig drumherum war kein Wasser auf diesem 1x1 Block, oder? So in die Richtung, glaube ich, war das. Das gibt es leider nicht. Wer hätte es gedacht? Und zwar gibt es ganze Blöcke, die man einfach unter Wasser setzen kann, die aus dem Wasser herauswachsen. Und die sind dann auch wirklich super umspült. Das ist jetzt nicht so, dass wenn ich jetzt hier so eine Dreierkonstellation von dem Schilf oder was das ist hinsetze, dass dann quasi dieser Block hier komplett frei von Wasser ist. Nein, es wird umflutet, das ist super. Und so geht das dann auch mit Truhen und anderen Möglichkeiten. Es gehört auch die Möglichkeit, Zäune zu setzen in dem Wasser. Das heißt, man kann dann quasi, wenn man einen See hat, einen Zaun durchziehen sozusagen, dass dann keine Monster durchkommen oder vielleicht auch, weil es wird ja in Hightail eine große Unterwasserwelt geben, dass man vielleicht unter Wasser seine irgendwas abzäunen möchte, damit da keine Haie reinschwimmen oder Kugelfische oder sowas. Also es wird auf jeden Fall spannend. Hier haben wir dann zum Beispiel ein paar Bäume und was man hier wundervoll sieht ist, natürlich haben wir einen Stamm, das sind die
die Bäume, die jeder gehasst hat aus Minecraft, weil man die nie gut abbauen konnte mit diesen ganzen Verzweigungen bis oben in die Spitze. Und das hier unten sind die Blätter von den Bäumen, ne? Erkennt ihr wieder, hier ist, das sind die Blätter, die hier dran sitzen. Und zwar ist das Schöne daran, das ist kein Block an sich, ne? Also kein 4x4 Block oder so ein viereckiger Block, sondern es ist halt wirklich eine, ja, wie soll man das nennen? Das ist 3D, ist es ja sowieso. Also ich glaube, ihr versteht schon, was ich meine, ohne dass ich es erklären kann. Es ist halt kein normaler viereckiger Block, Entschuldigung, sondern es ist halt eben was, ich nenne es mal lebendiger. Also ich weiß jetzt gerade nicht, wie ich das nennen soll, aber es sieht auf jeden Fall lebendiger aus. Und das Schöne hier dran ist noch dazu, dass die quasi nicht einfach nur 1:1 an diese Blätter dann drangesetzt sind, von der Welt her, wenn die generiert wird, sondern, und jetzt kommt der Clou, dass die immer gedreht werden um 1. Das steht dann hier unten drunter. Immer wenn ein Leafblock, also ein Plattblock platziert ist, wird der gedreht, damit das ein bisschen zufälliger aussieht und natürlicher. Und ich finde, das ist denen sehr gut gelungen. Also die Bäume, die sehen wirklich super aus. Auch wenn sie halt an manchen Stellen tatsächlich sehr licht sind, weiß ich nicht, ob man da vielleicht noch ein bisschen was machen sollte. Im Sommer sind die Bäume ja meistens doch relativ voll, aber gut. Es sieht auf jeden Fall, es sieht natürlich und schön aus. Das muss man einfach mal lassen. Dann wird es Animationen geben, wer hätte es gedacht. Und zwar sieht man hier schön, warte gerade, ob es von vorne losgeht, genau, das Gras weht im Wind. Und wenn er jetzt durchgeht, dann sieht man ganz schön, wie sich das auch beiseite bewegt, während er sich quasi durchschleicht. Und das Schöne ist, an so Blogartikeln sieht man dann immer mal so, wie das Spiel so am Ende quasi sein könnte, wenn es tatsächlich rauskommt. Der Trailer hat da ja noch nicht so viel zu preisgegeben. Aber hier sieht man ja dann zum Beispiel schon mal ganz klar, das ist ja in-game, das hat jemand aufgenommen als Gameplay sozusagen. Und da sieht man dann, wie sich das später alles steuern lässt, wie die Gegend aussehen wird, zumindest dann ein Teil davon. Also ich finde es bis jetzt ganz schön spannend und vor allen Dingen der Charakter ist ja wohl mal extrem geil detailliert und halt eben auch nicht aus nur so 1, 2, 3 Blöcken, sondern eben halt wirklich aus vielen kleinen Elementen aufgebaut, dass sich alles so ein bisschen bewegen kann. Man sieht hier, der Oberkörper bewegt sich über der Hüfte, sage ich jetzt mal, die Beine bewegen sich extra, die Arme, Unterarme. Ja, es wird echt auf jeden Fall ein sehr geiles Spiel, glaube ich. Habe ich, glaube ich, schon oft gesagt. Partikeleffekte wird es auch geben, wer hätte es gedacht. Und zwar, jetzt hier zu dem Video sei kurz gesagt, ich sage immer das, was unter dem Text drunter steht, ne, damit ihr auch auf demselben Level seid wie ich sozusagen. Und zwar wird es, natürlich werden die Blöcke auch weiterhin, glaube ich, mit Schaufel, Spitzhacke und sowas abgebaut. Das haben wir ja im Trailer schon gesehen. Und natürlich auch nicht mit einem Schlag. Das wurde jetzt alles nur für diese Demo gemacht. Und auch diese Animation, diese Schlaganimation ist laut... wer hat das gesagt? War das hier unten? Der Matthew Sellers? Keine Ahnung, wer genau das war. Auf jeden Fall, diese Schlaganimation ist nicht jetzt Standard oder die ist jetzt noch nicht fertig. Die wird auch noch überarbeitet. Ich finde die auch ein bisschen... Ja, man kann mit leben, aber es ist ein bisschen schäbig, muss man einfach mal sagen. So einfach dieser Schlag, der rauskommt. Aber auf jeden Fall, das Einzige, was diese Animation quasi zeigen soll, sind die Partikeleffekte, die quasi entstehen, wenn man einen Block zerstört. Nicht wie man den abbaut, wie man schlägt oder sonst was, das wird alles noch angepasst, verändert oder nur, ist nur für dieses Beispiel hier verändert worden. Und was ja auch noch schön zu sagen ist, es wird einen Splash-Effekt geben, das heißt, wenn man ins Wasser springt oder sowas, dann wird es natürlich auch spritzen oder wenn man da rauskommt, wird es tropfen, sowas. Also an vielen Stellen detailreich nachgedacht. Es könnte ja sogar wie Red Dead Redemption 2 werden. Kleiner Scherz am Rande. Und der letzte Punkt, glaube ich, genau, sind Interaktionen und Animationsstadien. Ich versuche das mal so gut wiederzugeben, weil ich bin kein Modder und ich bin jetzt nicht so der Technik-Freak, sage ich mal. Aber es ist ein interessantes Konzept. Und zwar basiert das hier, diese Animation, darauf, dass diese zwei Türen, soweit ich das richtig verstanden habe, nicht die Funktion selbst beherbergen, dass sie aufgehen quasi und zugehen, sondern die Blöcke, die darunter liegen. Das heißt, die beiden Blöcke, die darunter liegen, diese Holzblöcke, die hier an dieser Stelle, machen wir gerade mal, hier unten drunter die beiden, dass die sich quasi
die den Status merken, ob die Tür jetzt offen oder zu ist und dementsprechend dann auch wieder getriggert werden können, macht Tür zu, macht Tür auf. Und dadurch, dass hier halt eben die Information in den Blöcken gespeichert ist und nicht in den Türen, lässt sich dadurch, glaube ich, einiges Cooles entwickeln oder technisch realisieren. Also da bin ich mal gespannt, was dann später in Adventure Maps beim Modern, also in Mods oder auf Community oder aus großen Servern oder sowas, was da dann später möglich sein wird anhand technischer Funktionen. Ich meine, das ganze Spiel sieht ziemlich durchdacht aus und es gibt viele technische Möglichkeiten. Nicht zuletzt natürlich hier oben der RGB, das RGB-Tool, was ziemlich spannend wird. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob es im Game Mode, im Creative Mode oder im Survival Mode, wenn es diese Modes überhaupt geben wird, vielleicht ist das auch alles ein einziges verschmolzenes Spiel. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen und ich bedanke mich fürs Zusehen. Hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst doch mal einen Daumen nach oben da oder so oder bewertet das Video auf jeden Fall, das hilft mir sehr weiter. Falls ihr mehr News zu Hytale sehen, Hypixel fast schon gesagt, wenn ihr mehr News zu Hytale sehen wollt und nichts verpassen wollt, dann abonniert doch den Kanal. Und ansonsten, sehen wir uns dann in Bälde wieder, ne? Und bis bald.